Und nun stehe ich hier und kann nicht anders. Denn ich habe nun mal zwei Beine. Wobei, sitzen wäre auch ganz gut, doch Gelegenheit gibt's keine. Es gibt nur Kopfstein, Pflaster, Pflasterstein, auf denen man jeden meiner Schritte hört. Und als wir noch zusammenliefen, hat es eher mich als vielmehr dich gestört, dass ich immer zwei Schritte machen musste, wo du nur einen davon machtest. Und es hat eher dich als vielmehr mich gestört, dass ich immer dann rasten wollte, wenn du ans Weiterkommen dachtest. Und nun stehe ich hier und kann nicht anders. Dabei bin ich doch so viel gelaufen. In Großstädte voll Kleinstadt-Flair, den Gelegenheiten hinterher und vor so manchem Problem auch davon. Von all dem hast du nichts mitgekriegt. Dein Lebenslauf ist ungefähr so voller Ecken und Kanten wie eine glatt polierte Bowlingkugel. Und auch genauso schwer wiegt dann der Makel, der dann auf mir lastet. Ich meine, neben mir kannst du nur gewinnen. Das ist dann ungefähr so, als wenn man sich am Bahnhof beim Abholen der neuen Freundin absichtlich zwischen die ganzen hässlichen Menschen stellt. Nur um noch ein bisschen hübscher auszusehen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das war ja abzusehen, dass ich neben dir nur verlieren kann. Verlieren. Ich würde gern mal den Verstand verlieren. Nur mal ganz kurz und nur um zu sehen, was passiert. Nur damit vielleicht jemand darüber stolpert auf dieser Kopfsteinpflasterstraße. Innehält, sich danach bückt, mir auf die Schulter klopft und sagt: Entschuldigung, Sie haben da was verloren. Was habe ich eigentlich hier verloren? Unsere Wege trennten sich noch, bevor wir beide wussten, wohin sie uns irgendwann führen würden. Und irgendwann gingst du nach da und ich ging hier hin. Und hier im Dunkel dieser ungleichmäßigen Kopfsteinpflasterstraße höre ich deine Schritte. Gleich wird es wieder so sein wie früher, denke ich. Gleich wirst du mit deinem Selbstverwirklichungsgrinsen neben mir stehen und erhobenen Hauptes von deinen Lebenssiegeszügen in erster Klasse Zugabteilen berichten. Und wir werden uns von damals erzählen, vielmehr wirst du von damals erzählen, als wir jung waren und naiv, also du jung und ich naiv, weil ich dachte, die Welt würde uns zu Füßen liegen. Aber wusste ich nicht, dass sie sich weiterdreht, wenn man sie nur lässt. Und ich werde daran denken, wie ich dich bewundert habe und wie ich erst mich und dann dich gefragt habe, wie man es schafft, so viel zu schaffen. Und mich erinnern, dass du gesagt hattest, manchmal muss man einfach nur dran glauben. Manchmal muss man einfach nur dran glauben, hattest du gesagt. Und ich denke, toll, die erste Person, die dran glauben muss, wenn das nicht funktioniert, bist du. Und du, der du immer nur dir selbst zugehört hast, dir würde ich jetzt gerne mal was sagen. Ich glaube nämlich an die verschiedensten Dinge. Ich glaube, dass es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der Landkarten gleich beim ersten Versuch wieder richtig zusammenfalten kann. Ich glaube daran, dass die drei Fragezeichen bald wieder Folgetitel haben werden, die auch nur ansatzweise irgendwas mit dem Inhalt zu tun haben. Ich meine, Folge 159 heißt Nacht der Tiger und es kommt in der ganzen Folge kein einziger Tiger drin vor. Ich glaube daran, dass wir Elisabeth Volkmann klonen können, um Marge Simpson ihre alte Synchronstimme wiederzugeben. Ich glaube, dass wir manchen Menschen ihre Stimme wegnehmen sollten, einfach weil wir es können und weil es irgendwie keinen Unterschied machen würde, weil diese Menschen ja doch nichts zu sagen haben. Und ich glaube, dass wir unseren Wünschen eine Stimme geben sollten, weil man uns sonst nicht hört. Ich glaube daran, dass jedes Kind das Recht auf Kindheit hat und dass Deutschland nicht der weltgrößte Hersteller von Tellerminen sein sollte, die wie Kinderspielzeug aussehen. Ich glaube, dass überhaupt kein Land der weltgrößte Hersteller von Tellerminen sein sollte, die wie Kinderspielzeug aussehen. Ich glaube, dass es gar keine Tellerminen geben sollte, die wie Kinderspielzeug aussehen. Und ich glaube, dass es gar keine Tellerminen geben sollte. Ich glaube daran, dass es Teller geben sollte. Genug Teller mit genug Essen für alle. Und Spielzeug, ganz viel Spielzeug und vor allem genug Gründe zum Spielen. Und ich immer nur, Mensch, ärgere dich nicht. Und ich ärgere mich. Ich ärgere mich darüber, dass die im Radio immer dieselben Lieder spielen. Ich folge dir, Tiefschlaf, Baby. Ich folge dir. Und wohin? Was habe ich eigentlich hier verloren? Unsere Wege trennten sich noch, bevor wir beide wussten, wohin sie uns irgendwann führen würden. Und irgendwann gingst du nach da und ich ging hier hin. Und hier im Dunkel dieser ungleichmäßigen Kopfsteinpflasterstraße höre ich jetzt deine Schritte. Und ich höre, dass du humpelst. Hat wohl doch nicht alles so geklappt, denke ich. Bist wohl auch gestolpert in dieser Stolpersteinwelt, die immer noch voll ist von falschen Synchronstimmen und Tellerminen und die immer noch so ist, wie sie ist, obwohl wir doch so fest glauben. Und dann stehst du vor mir und ohne dass ich fragen muss, ohne dass ich was sagen muss, legst du deine Hand in meine und sagst, hier,
Du hattest da was verloren. Und ich glaube, dass wir zusammen unsere Landkarten ausbreiten werden. Meine voll verschlungener Wege und deine mit diesem einen geraden Strich darin, der auf einmal im Hier endet. Und wir werden sehen, dass beide Landkarten im Grunde doch dasselbe Ziel anzeigen. Und mir wird egal sein, wenn du sie nicht gleich wieder richtig zusammenfalten kannst. Ich werde mich vielmehr darüber freuen und wir werden Landkartenknüllkugelwettbewerbe veranstalten. Und auf unserer idealen Landkartenknüllkugel wird durch ausgeklügelte Kugelknülltechnik auf einmal Island neben Australien liegen. Nur damit wir uns in unserer geteilten Gedanken schnell mal eben rüberfahren können, wenn es uns bei den Pinguinen zu kalt wird. In dieser Stolpersteinwelt, die scheinbar nur Gewinner kennt. Aber von der wir wissen, dass man was anderes nicht unbedingt gleich scheitern, sondern einfach eben Leben nennt. Vielen Dank.